Und da wären wir auch schon wieder. Wir wollten uns mit dem Squeezer kümmern. Da muss ich jetzt nochmal genau gucken, was wir brauchen. Es war ein Importer für die Samen. Und ein... Noch irgendwas brauchten wir. Ich weiß nur nicht mehr was. Bekommst du neues Zeug? Nein, du bist der Harvester. Der Planter bekommt auf jeden Fall neues Zeug. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Das muss ich gleich gucken. Hier musst du noch irgendwas hin. Ah, genau. Die Kiste musste entleert werden. Die hat noch kein Export, Quatsch, kein Importer. Also Importer für die Kiste, Exporter für den Squeezer. Und dann müsste das auch passen. Nom nom nom. Nom nom nom. Hier läuft das alles so weit. Wie schaut es mit dem Bohnenmehl aus? Das müsste noch mehr als voll sein. Jo, okay. Das Ding hatten wir aus. Wir hatten ein bisschen Plastik zum Schmelzen in die Öfen geschmissen. Das sollte ich später abholen. Das wird noch nicht fertig sein. Also, Exporter. Gucken wir mal, was die Ressourcen machen. Wir brauchen wieder davon welche. Oh. Okay, das geht schneller, als ich dachte. Wir haben keinen Fluix-Dust mehr. Dann hätte ich gerne ein, ja, 40 davon, das müsste reichen. Dann hätte ich gerne gleich 3 Stück davon und Eisen ist weg. Ja, das war's für diese Folge. Wir haben kein Eisen mehr. Nee, wir machen es jetzt einfach so. Ich probiere jetzt rauszufinden, wie wir das hinbekommen mit den Scented Artificial Hives. Und das sieht echt komisch aus. Also, ich bräuchte dazu einen Barrel. Ein, genau. Den setze ich irgendwo hin. Dann brauche ich so ein Artificial Hive. Da, dafür brauchen wir ein Silk Mesh und ein Hay Bale. Also brauche ich Wheat. Das ist kein Wheat. Das da ist Wheat. So. Ich mach mal gleich 4 Stück davon. So. Dann brauche ich String. Das war auch 9, ne? Ja. Dafür mache ich dann auch mal 4 Stück. So, so. Artificial Hive. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch hier drin Seed Oil und dann tunke ich den Block da rein, baue ihn ab, stelle ihn irgendwo auf, wo ein passendes Biom ist. Also da oder da. Und dann müssten eigentlich Bienen reinkommen. Also es müsste dann eigentlich ein Beehive werden, dem Biom entsprechend. Und dann kann ich das abbauen und dann kriege ich meine ersten Bienen. Dann habe ich immer noch keinen Bienenstock, aber ich habe schon Bienen. Ist der Anfang. Ja, jetzt aber Seed Oil da reinzubekommen. Ich probiere es mal hier mit. Seed Oil. Geht nicht. Das ist... Was? Achso, wenn ich ziehe, kann ich anscheinend verdoppeln, aber das ist nur ein Bug. Das ist nicht wirklich da. Geht es mit Sludge? Mit Sludge geht's. Also so kriege ich Seed Oil schon mal nicht raus. Das heißt, ich brauche einen Fluid Exporter. Stopp. Wie programmiere ich den Fluid Exporter, wenn ich... Ah, mit der Seed Oil Can kann ich das machen. Okay, 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 okay. Ich brauche eine Can. 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 Da sind die Cans. Nächste Seite. Latex Can, was? Turpentin Can. Ich hätte gerne eine Empty Can. Die sehen alle so komisch aus bei diesem Grafikpack. Nee, 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 nee. Hier, Protein-Can. Eine Can. Sind 3 Tin. Gibt es auch keine Alternative zu. Okay. Ich hätte gerne Tin. 1, 2. So. Tin. Dann würde ich gerne jetzt das da auswählen. Zack. Seed Oil Can. Sehr schön. Damit müsste die Quest jetzt schon geupdatet sein.
Bees and Trees. Achso, das müssen wir abgeben. Oh, warte mal, wir müssen gar nicht so ein gesendetes Ding abgeben. Wir können einfach das hier abgeben. Oh, bitteschön. Sehr gut. Reward Back, nehmen wir mal das linke. Und wir kriegen die Meadow Hives und Forest Hives und sehr schön. Das ging ja wesentlich einfacher, als ich dachte. Okay. Raus. Luring the Bees. Okay. Benutze ein Fluidukt, um das Seed Oil von einem Squeezer zu einem Barrel zu bekommen. Okay. Habe ich schon was falsch gemacht? So. Dann bekommen wir ein Artificial Hive. Daraus bekommen wir ein Scented Hive. Und Scented Hives werden Bienen anziehen. Je nachdem, wo man sie hin platziert. Okay. Okay, wir können Meadow Bees bekommen, wenn wir ein Scented Hive hinstellen und Blumen daneben liegen. Forest Bees bekommen wir in einem Forest Biom und sehr viele Blätter. Okay. Und dann im Desert müssten wir wahrscheinlich Kaktus hinstellen und so weiter und so weiter. Okay, und es gibt eine Zufallsvariante da drin. Das heißt, wenn der Scented Hive zu lange rumsteht, dann verliert er irgendwann sein Öl. Was ja auch ansatzweise Sinn macht. Der muss mir halt neu eintunken, also abbauen, neu eintunken, Seed Oil und dann wieder platzieren. Also wir brauchen jetzt einen Scoop. Den brauchen wir eh. Scoop. Was ist das da? Scooporator MX200 Turbo. Braucht man dafür? Power Modul. Ja, nee, komm. Wir haben keine Sticks. Ernsthaft? Okay. Gib mir eine Planke, verdammt. So, jetzt haben wir ein paar Sticks im System. Bitteschön. Das ist manchmal echt komisch. Scoop. So, so, Scoop. Also, ich mach mal kurz die Reward Bag auf. Und... Oh, Creepy Doll und Angry Doll. Das ist sogar richtig praktisch. Also die da nicht, aber die da. Wenn ich die nämlich jetzt in ein Barrel mit Lava schmeiße, dann spawnt ein Blaze. Also so ein Ding aus dem Nether. Und wenn ich dann ein Safari-Netz habe, kann ich das Ding einfangen und in einen Monster-Spawner packen. Und dann habe ich unendlich viele Blazes. Also unendlich viele Blaze-Rods. Sehr, sehr praktisch. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Kommt rein. Rein, kommt rein. Und die Dinger zerlege ich jetzt mal. Also ich hoffe mal, in diesem Mod ist das genauso. Also normalerweise findet man in der Wildnis so ein Hive. Dann nimmt man einen Scoop und dann haut man drauf. Zack, Bienen. Man bekommt immer eine Prinzessin und eine Drohne. Manchmal bekommt man noch mehr. Also mehr zerlegen. Ah. Oder man bekommt immer nur eine Prinzessin. Prinzessin und Drohne. Prinzessin und Drohne. Prinzessin und Drohne. Und die müssten von den Stats her alle gleich sein. Auch wenn sie nicht stacken. Aber sie müssten eigentlich alle gleich sein. Jedenfalls war es früher so, dass alle, die man in der Natur fand, quasi Grundstock waren. Und erst wenn man sie züchtet, werden sie besser. So, das waren die ein. Und jetzt kommen noch die Meadows. Ah, da war sogar Honig mit bei. Sehr schön. Mehr Honig. Wir brauchen ganz, ganz viel Honig für die Bienenzucht selber. Denn es gibt ein Gerät, damit kann man die Bienen analysieren, damit man weiß, welche man überhaupt mit welchen züchten sollte. Das Ding verbraucht nur jedes Mal einen Honigtropfen. Aber um an Honigtropfen zu kommen, müssen wir auch erstmal ein Schleuderer bauen. Aber das kommt alles gleich. Jetzt würde ich gerne wirklich erstmal das hinbekommen, dass wir da das Seed Oil reinbekommen. Und zwar im Idealfall nicht so, wie sie es gesagt haben, mit einem Fluidukt. Ha, so geht das auch. Okay, sehr schön. Flop. Ist eingetunkt. Ich denke mal, das muss erst weg sein, bis es fertig ist. Das heißt, wir holen uns noch mehr Barrels. Zwei Stück. Zwei Barrels, das da, und mehr Seed Cans. Oh, wow.
Mächt nicht viel sieht euch. Gut. Du rein da, du rein da, du rein da. Können wir dich gleich rausholen? Ah, man kann sie instant rausholen. Das ist natürlich sehr praktisch. Raus, raus. Hoch. So, ich hätte jetzt gerne testweise eine Blume. Die hätten wir rausgeschmissen, glaube ich, aus dem MI-System. Wir haben echt nicht viele Blumen. Red. Yellow. Jekko. Okay, wo sind die Blumen geblieben? Wir hatten nur zwei Stück, das war sie noch. Eine rote, eine gelbe. Und genau die brauchen wir jetzt. Unten? Ah, vielleicht in der Ausweichkiste, okay. Ja, lebensrettende rote und gelbe Blumen. Sehr gut. Hoch. Ich weiß nicht, ob dort unter sein muss, aber ich glaube nicht. Ich stelle jetzt einfach mal, hier ist ein River-Biom. Ja, River. Ja, und wir brauchen so oder so Dirt, sonst kriegen wir keine Blumen auf dem Boden. Also gib mir bitte ein Stack Dirt. So. Hoch. Ja. Gucken wir mal. Können wir die einfach so wieder hinpflanzen? Ja, können wir. Okay. Du, 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 du. Warten. Also ich glaube, River zählte als Meadow mit. Aber das heißt, wir warten jetzt einfach ab. Wir müssen gucken, ob sich die Farbe verändert und der Tooltip oben in der Mitte des Bildschirms. Sobald es kein Scented Artificial mehr half ist, müssen wir sie abbauen. Mit was auch immer. Oder neu eintunken. Ah, okay. Ich kümmere mich derweil mal ums Eisen. Damit wir die Exporte und Importe für den Squeezer wieder bekommen. Iron 75 Stück, sehr schön. Ups, das war ein bisschen Overkill. So, 19 Blöcke, rein damit. Molten Iron, 8 haben wir schon drin. Ja, das könnte glatt reichen für das Zeug. Und ich weiß noch nicht, wie viele Blumen man braucht. Und das Scoop ist fast kaputt. Aber wir sind schon mal gut auf dem Weg. Wir haben ein paar Bienen. Ein bisschen Honig und ich bräuchte eigentlich eine Kiste, die nur dafür da ist, für das Bienenzeug. So eine Goldkiste am Anfang. Gold, Goldchest. Es gibt auch extra eine Bienenchest, wo man Bienen einsortieren kann und durch die Mods später auch noch sehr abgefahrene Kisten, wo dann mal eben 3000 verschiedene Bienen reinpassen. Aber fürs Erste soll das Ding hier reichen. Kommt noch ein Scoop rein, Barrel bekommst du auch noch. Und sobald sich hier irgendwas tut, kümmern wir uns wieder darum. So, hier ist nichts. Du bist aus. Netherrack. Ich hätte gerne mehr Lava eigentlich. Oder wie sehen unsere Vorräte aus? 8000 Mikrobuckets? Das ist nicht viel. Braucht definitiv mehr Lava. Eimer. Wenn ich das wegnehme, müsste es gleich wieder gefüllt werden, oder? Ja, okay. Das heißt, wo ist mein Pickaxe da? Ich mach mal kurz aus der fließenden Lava hier nicht fließende Lava. Könnte jetzt unheimlich werden. Oh, Wasser. Ja, gut. Kobbel. Das brennt jetzt gleich alles hier, ha? Huh? Du zu. Ich hätte mehr Lava mitnehmen sollen. Lauf, 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 lauf. Klau. So, machen wir gleich wieder zu. So. Da ist jetzt feste Lava. Na, da ist feste Lava und da. Keine Ahnung. Sieht sehr komisch aus. Eigentlich müsste ich die alle abreißen und neu setzen, aber dann verliere ich welche. Also Lava. Ich brauche erstmal mehr Buckets.
Haben wir noch welche auf Vorrat? Nein. Da. Iron, Aluminium. Ja, also in den Kommentaren wurde geschrieben, man kann es auch aus verschiedenen Sachen herstellen. Aluminium hatte ich ganz verdrängt. Aber sonst haben wir nichts anderes. Okay. Dann hätte ich gerne Alu. Minium. Oh, haben wir ein paar. So. Und man könnte jetzt theoretisch die Aluminium-Buckets einschmelzen, man würde Eisen rausbekommen, weil es nur eine Bucket-Art gibt. Aber das finde ich ein bisschen zu exploitisch. Ist das ein Wort? Naja, ihr wisst, was ich meine. Dich können wir einfach so abbauen. Und weißt du was, da verlieren wir halt kurz ein bisschen Lava. Ich will das jetzt ordentlich haben.